Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, zweiter Teil Prosit, Neujahr. Das heißt, es ist die Frage jetzt mehrfach aufgetaucht, warum können wir einen Neujahrswechsel haben, aber das Jahr 1740 bleibt gleich? Wie kann denn das sein? Es müsste doch der Wechsel auf das Jahr 1741 sein. Naja, eben nicht, ja, eben nicht. Warum nicht? Weil wir haben zwei Faktoren. Zunächst einmal haben wir das tropische Jahr, den tropischen Tierkreis. Der richtet sich einfach nach dem Sonnenaufgang bei 0 Grad Widder. Ganz egal, wie das ist. Das tropische Jahr orientiert sich rein am Verhältnis Erde-Sonne. Das heißt, am 20.03. ist der Übergang der Sonne in das Sternzeichen Widder. Das heißt, wir haben einen tropischen Neujahresbeginn. Gut, tropisches Neujahr. Okay, das ist klar. Siderisch, ja, bezieht sich auf die Sterne, auf die Sternbilder. Und da haben wir folgende Abweichung. Wir haben keine Übereinstimmung mit dem tatsächlichen Sternzeichen. Auf die Sternbilder im Kosmos bezogen, hat sich eine Verschiebung ergeben. Das nennt sich Ayanamsa. Und dieses Ayanamsa oder Ayanamsha hängt mit einer Taumelbewegung der Erde zusammen. Wird ein bisschen kompliziert, aber gar nicht so schwer zu verstehen. Wenn wir uns vorstellen, dass durch die Sonne, das ist die Erde. Ja, ist mir gerade aufgefallen. Stimmt, ist ja die Erde. Da ist Afrika. Und wir haben hier eine Achse, sozusagen durch die Erde durchgestoßen, am Bleistift oder was auch immer. Jetzt würde dieser Zeiger einen virtuellen Kreis ziehen. Das heißt, die Erde macht eine Taumelbewegung und die dauert ungefähr 26.000 Jahre, es sind 25.920 Jahre und ein Zeitalter dauert eben, ja, jetzt müsste ich, glaube ich, wie viel waren das, 2160 Jahre, wenn ich richtig gerechnet habe, aber es sind 72 mal 30, ja, 2160 Jahre. Das bedeutet was? Das bedeutet, dass 1 Grad dauert 72 Jahre. Und jetzt muss ich ausrechnen, und so komme ich dann auch auf das neue Jahr, ja, das neue Jahr, welches hier im keltischen Kalender, ich hoffe, du hast dein Exemplar schon erstanden, was im keltischen Kalender hier auf der Seite, also 60306, unten kann man das lesen, hier als Jahreswechsel 1741 eingetragen ist. Aha, das ist der 18. Mai im alten Kalender, im neuen Kalender ist es der 29. Grad des zweiten Monats Stier. Wie kommt das? Wie kann das sein? Wie ist das möglich? Ja? Na, ganz einfach. Rechnen wir es uns gemeinsam schnell aus und dann wirst du verstehen, dass es gar nicht so schwer ist. Ja, es ist ein bisschen eine Rechnerei, aber mehr ist es nicht. Das heißt, wenn ein Zeitalter, also das heißt, ein komplettes Sternzeichen dauert auf die 25.920 Jahre Umlauf, nur ist eben der Frühlingspunkt rückläufig. Das heißt, er geht in die andere Richtung. Und wir haben hier eben ein Ayanamsa von derzeit ca. 24 Grad 10 in den Fischen, was natürlich umgekehrt bedeutet 5 Grad 50 Fische. Aber wir gehen von der Richtung aus. Ja. Das ist eine Strecke von 24 Grad 10. Das heißt, das wahre, sozusagen siderisch betrachtet, das siderische Jahr hat ungefähr bei 5 Grad 50 Fische begonnen. Ja. Hier, das siderische Jahr. Und jetzt wird es einfach. Wir brauchen nur 2160 durch 30 Grad, 360 Grad hat der Kreis, ein Zwölftel hat 30 Grad, 2160 durch 30 ist 72 Jahre. Und was muss ich jetzt wissen? Jetzt möchte ich wissen, wie viele Grad unter Anführungszeichen, weil es wird sich nicht ganz ausgehen, weil 1 durch 72 kann nicht mehr 1 Grad geben, das muss irgendwas mit 0, irgendwas sein. Wie lange dauert ein Jahr von diesem einen Grad? Also das wird jetzt sehr wenig werden. Schauen wir es uns einmal an. Ich habe es einmal so runtergebrochen. 72 Jahre sind umgerechnet
26.280 Tage. Ja? Und diesen Wert, dieser Wert ergibt, dass eine Minute von einem Grad, also das heißt, ich muss hier von diesem Wert, muss ich logischerweise durch 60 dividieren, ja? Ein Sechzigstel, das heißt, haben wir hier 438 Tage. Ein Jahr hat aber 365 Tage. Und eine Sekunde hat 7 Tage, 7 Stunden, 12 Minuten. Ich weiß, es ist jetzt für dich sehr, 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 sehr langweilig, vermute ich mal. Aber du erlaubst nur, dass ich es ganz schnell zu Ende rechne. Das heißt, wir haben nur hier, dass du es komplett verstehst, wir haben hier eine Zeitdifferenz vom 1. Mai 2023. Da haben wir einen Ayanamsa-Wert 24 Grad 10, 47. Ja? Und dann haben wir einen Wert 1.6.2023, 24 Grad 10 Minuten 52. Das heißt, wir haben eine Differenz von 5 Sekunden. Und ich habe hier ausgerechnet, dass ein Jahr eine Länge von 50 Sekunden hat. Naja, logisch. Ein Grad hat 72 Jahre. Und 72 quasi durch 60 gerechnet ergibt dann den Wert von 50. Na, das kann nicht sein, da habe ich... Nein, das passt schon, das passt schon. Das ist richtig. Ich habe das richtig ausgerechnet. Das heißt, von einem Grad ausgerechnet hat ein Jahr umgerechnet 50 Sekunden. Und jetzt rechne ich aus, wie ist der Zeitwert von diesen 5 Sekunden, beziehungsweise wie komme ich hier auf diese 50 Sekunden, die habe ich hier schon eingerechnet. Wir hatten das Jahr 1740 bei einem Wert von 24,10. Jetzt zähle ich für das neue Jahr 50 Sekunden dazu. Das heißt, wir kommen auf 24,10, 50 Sekunden für das Jahr 1741. Und ab jetzt wird es einfach. Das heißt, wir haben von 24 Grad 10 Minuten 47, 3 Sekunden für diese 50 Minuten, für diese 50 Sekunden. Ja. Das heißt, ich rechne jetzt nichts anderes aus, wie lang ist eine Sekunde. Eine Sekunde ist 31 Tage durch 5, haben wir hier den 1-Sekunden-Wert und hier haben wir die Differenz von 3 Sekunden auf das Jahr 1741, 50 und da komme ich dann eben auf den hier 18,6 Tage. Das heißt, ich komme dann hier, weil ich den Beginn des Tages rechnen muss. Das ist der 18. Das ist der 18. Tag. Gut, ich hoffe, du hast das so ein bisschen verstanden. Und ja, ich weiß, diese Rechnerei, das ist eher unbeliebt. Das mag man nicht so richtig, aber es ist gar nicht so schwer. Ja. Also es ist nur eine Rechnerei. Gut, wir kommen wieder zum Geschehen des Horoskopes zurück. Und hier haben wir doch einiges zu bieten. Dieses Horoskop erfreut uns sozusagen in unserer persönlichen Entwicklung, weil genau um das geht es. Wir haben jetzt einen massiven Paradigmenwechsel. Das heißt, wir sehen jetzt, dass dieses System innerhalb der Matrix eine dramatische Veränderung nimmt und die bezieht sich in erster Linie auf die Bevölkerung. Wir sehen hier 1, 2, 3, 4 Planeten eindeutig im vierten Haus. Merkur steht an der Spitze des fünften Hauses, aber bereits im fünften Haus. Und Merkur hat warum eine Sonderstellung? Weil er bei diesem Horoskop den entscheidenden Faktor spielt, nämlich Tod, Untergang, Transformation. Spitze 8. Haus in den Zwillingen, Herrscher von 8 in 5. Das würde jetzt banal betrachtet bedeuten, dass der Tod, ja, 8. Haus, im 5. Haus floriert. Also das heißt, der Tod macht richtig Furore. Also das heißt, der expandiert, der wächst. 5. Haus beschreibt das Wachstum. Und der Herrscher von 8, Spitze 5, heißt starkes Wachstum auf dem Sektor Tod und Niedergang. Und wir werden dann auch herausarbeiten, eine Verbindung zu Neptun, Herrscherin des 4. Hauses, das heißt die Bevölkerung ist bei der Entwicklung sozusagen, wo der Niedergang, der Tod Furore macht, natürlich voll involviert, können wir hier sehr, sehr leicht herauslesen. Ich habe beim ersten Teil versprochen, wir schauen uns noch schnell an, die Halbsumme, war das zwischen Merkur, Mars und Uranus? Ich glaube, so war es, ja, ich habe das auch so aufgezeichnet und wir sehen hier bei
Ebertin, ja, da müsste ich halt nur die richtige Seite aufschlagen, dann geht es ein bisschen leichter. Ja, ich war da bei der Venus, das ist natürlich falsch. Merkur, Mars, da haben wir es schon. Uranus. Hier steht Merkur, Mars und hier steht unter Uranus blitzschnell handeln, in der Aufregung Entscheidungen fällen, das ist natürlich immer schlecht, die Selbstbeherrschung verlieren, Tobsucht, sehr wichtiges Wort, aufregende Überraschung, übereilte Entschlussfassung, jetzt kommt's, Gefahr von Katastrophen. Das schreibt Ebertin in der Kombination der Gestirnseinflüsse und er weiß nicht, worum es hier geht. Wie sollte er das wissen? Und das heißt, wir sehen hier Katastrophenalarm im Zusammenhang 8. Haus, Merkur als Herrscher von 8, Mars als Herrscher von 1, das heißt, das gesamte Land ist davon betroffen und Uranus steht für Wirtschaft, Handel und Industrie, verborgen. Von mir aus auch, du kannst auch sagen, auf der Straße, wie du möchtest, haben wir viele Interpretationsmöglichkeiten. Die Medien, das dritte Haus steht auch für Kommunikation, Verkehrsmittel, Geschwister und wir sehen hier im 7. Haus, ja, Spitze, also nahe der Spitze 7. Haus auf der Hauptachse, sehen wir diese schwere Besetzung, ja, im Fokus stehen. Und diese schwere Besetzung wird uns das ganze Jahr begleiten, weil Uranus auf der Hauptachse steht. Sehr leicht zu erkennen, diese Besetzung. Das heißt, über diese Halbsumme, Merkur, Mars, Uranus, wird das gesamte neue Jahr mit 20.03. beginnend ein sehr, sehr unberechenbares Jahr werden, weil hier steht blitzschnell handeln, in der Aufregung Entscheidungen fällen. Also das heißt, die Selbstbeherrschung verlieren, Tobsucht. Wir erinnern uns an die Aussagen von gewissen Prophezeiungen, dass ein Drittel der Menschheit den Verstand verlieren wird. Ja, Uranus steht auch für das Denken, für den Geist, für den Verstand. Das heißt, hier erkennen wir, dass viele tatsächlich den Verstand verlieren werden. Astrologie ist viel einfacher, als man glaubt. Weiter zum dritten Teil. Ende.